Die Pizza war ja. Also, ja, super. Super. Und vor allem der Rotwein. Also, was hier für komische Typen rumlaufen? Ja, du hast recht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was wollen Sie denn von uns? Hey, hey, ganz langsam. Junge, Hilfe! Was soll das? Hilfe! Gut, was wissen wir über ihn? Er hatte ungewöhnlich viel Bargeld dabei, sonst nichts. Nicht einmal einen Personalausweis. Gibt es Zeugen? Ein paar. Die Frau ist Sabrina Walz. Sie wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus eingeliefert. Okay. Hat sie denn irgendwas zum Tathergang sagen können? Nur das, was ihr Partner Jürgen Schmidt auch schon erwähnt hat. Sie waren zusammen unterwegs. Plötzlich tauchten zwei Männer auf und bedrohten die beiden. Ohne Grund angeblich. Die Frau tötete einen in Notwehr, der andere konnte entkommen. Ja, und nicht sie Geld her oder irgend sowas? Was wollten die denn? Scheinbar nichts dergleichen. Komische Sache, was? Okay. Dann sorg du bitte dafür, dass die Leiche abtransportiert wird. Das Messer und das Bargeld. In die KTU. Okay. Alles klar. Können wir mit ihm sprechen? Ja, aber nur kurz. Mach bitte die Klinik noch mal. Hallo, Herr Schmidt. Hallo. Wir sind von der Kripo. Wir wissen, Sie haben Ihre Aussage bereits gemacht. Wir fragen uns, wieso Sie angegriffen wurden. Ich weiß es nicht. Das habe ich Ihren Kollegen auch schon gesagt. Wo kamen Sie denn her und wo wollten Sie hin? Aus einem Hotel hier um die Ecke. Ich wollte Sabrina ein Stück weit nach Hause begleiten. Ach, Sie kommen gar nicht von hier? Doch, wir wohnen hier. Herr Schmidt, wie ist denn Ihr Verhältnis zu Frau Walz? Ich bin ein guter Freund. Sie verstehen schon, ein guter Freund. Ja, Sabrina ist verheiratet. Ich habe ihren Mann bereits angerufen. Und der Ehemann von Frau Walz, der weiß über Sie Bescheid? Ja. Wir müssen jetzt los. Wir bringen ihn in die Waldklinik. Alles klar. Okay, danke. Morgen, die Herren. Morgen. Morgen. Ich habe den KTU-Bericht. Okay. Sag mal, Alex, wissen wir denn mittlerweile, wer der Tote ist? Ja, das wissen wir. Ronald Hubertus, 26 Jahre alt, schon vorbestraft. Körperverletzung, Diebstahl, Drogenbesitz. Also hier keine größeren Auffälligkeiten. Auf dem Messer wurden die Fingerabdrücke des Toten und von Sabrina Walz gefunden. Und auf dem Geld, das der Tote dabei hatte, 1750 Euro waren das. Ja, da wurden natürlich noch andere Fingerabdrücke drauf gefunden. Ja. Was ja nichts Besonderes ist. Naja, auf jeden Fall können wir von Notwehr ausgehen. Jetzt müssen wir erstmal den flüchtigen zweiten Täter finden. Da frage ich mich doch. Ich meine, vielleicht fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie dafür, aber wer überfällt jemanden, wenn er 1750 Euro in der Tasche hat? Genau. War das überhaupt ein Überfall? Gute Frage. Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben in nächster Zeit. Wir sollten mal mit Sabrina Walz im Krankenhaus sprechen. Ich meine, vielleicht hat die ja noch was Brauchbares. Die ist nicht mehr im Krankenhaus, Gerrit. Ja, dann wird sie wahrscheinlich zu Hause sein. Wird sie eben mal Hausbesuch. Können wir uns auch gleich mal den Ehemann angucken? Das wisst ihr ja noch gar nicht. Der wusste wahrscheinlich von dem Liebhaber seiner Frau. Aha. Ja. Du hattest mir doch versprochen, mit ihm Schluss zu machen. Dann habe ich mein Versprechen eben gebrochen und außerdem muss ich mich von dir noch lange nicht für mein Sexualleben rechtfertigen. Dann habe ich wohl was falsch verstanden. Ich dachte, der Schmidt wäre auch nur eine typische Affäre von dir. Weißt du was? Du kannst mich mal. Schönen guten Tag, Herr Walz. Ja. Kripo, wir würden uns ganz gerne mit Ihrer Frau unterhalten. Natürlich, kommen Sie rein. Danke. Nein, also ich habe diesen Mann noch nie gesehen, sicher nicht. Und Sie, Herr Walz? Nein, völlig unbekannt.
Frau Walz, haben Sie irgendwie eine Erklärung für die Tat? Nein, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich bin auch überfragt. Die Sache ist mir ein Rätsel. Okay. Gut, Frau Walz, bislang kennen wir ja nur die Version von Herrn Schmidt. Würden Sie uns den Tathergang mal ganz genau schildern, bitte? Naja, ich und Jürgen, Herr Schmidt, wir sind dort entlang gegangen, als diese beiden Männer auftauchten. Und einer zückte ein Messer, einfach so. Und dann stellte sich Jürgen schützend vor mich. Und dann? Wie ging es dann weiter? Ja, und dann ging alles ganz schnell. Ich wurde niedergerissen und das Letzte, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich dieses Messer in der Hand hielt. Und schon stürzte dieser fremde Mann in mein Messer. Und ich wollte ihn wirklich nicht umbringen, glauben Sie mir. Ich wollte ihn nicht umbringen. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wollte das wirklich nicht. Sie nennen sonst noch irgendetwas aufgefallen? Also ich meine, vor der Tat oder kurz danach? Eigentlich nicht, aber naja, ein bisschen komisch war das Ganze schon. Also jetzt, wo wir drüber sprechen. Ich hatte so das Gefühl, dass die beiden Männer auf uns gewartet haben. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Gut. Der Mann, der flüchten konnte, können Sie den vielleicht beschreiben? Ja. Er war schlank, Mitte 20, und er trug so einen schwarzen Kapuzenpulli. Und als er wegrannte, flog ihm die Kapuze vom Kopf und da konnte ich ihm seine dunklen Haare erkennen. So. Ja, die Personenbeschreibung. So soll unser Mann aussehen? Ich meine, so sieht jeder zweite Kleinkriminelle und Möchtegernverbrecher aus. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das eh komisch vor. Da kommt jemand auf dich zu, sagt kein Wort und zückt einfach so ein Messer. Und dann noch die total dünnen Angaben von der Frau Walz. Du fragst dich also, ob sie überhaupt die Wahrheit gesagt hat, ja? Ja, ich meine, wer weiß. Keine Ahnung, vielleicht ist das Pärchen ja gar nicht angegriffen worden. Vielleicht hat die gar nicht in Notwehr gehandelt. Solange es keine weiteren Zeugen gibt, können die beiden eigentlich behaupten, was sie wollen. Hier, die ist für euch. Wir haben inzwischen die ehemaligen Knastkumpels von Ronald Hubertus überprüft, aber leider war bis jetzt nichts Brauchbares dabei. Wir bleiben natürlich dran. Okay. Hier, Max, die Täterbeschreibung. Gibst du eine Pressemitteilung raus? Ja, klar. Naja, vielleicht hilft uns ja dieser Marek Heinze weiter. Tja. Was hoffen. Wir brauchen dringend den zweiten Mann, allein schon als Zeugen. Die beiden haben in der Vergangenheit auf jeden Fall schon so einige Dinger zusammengedreht. Ja. Wir sollten mal mit dem Bürschchen reden. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ho, ho, ho. Hätte ich das gewusst, wäre ich schon früher vorbeigekommen. Oder auch nicht. Ja, das glaube ich auch. Rietz, mein Kollege Herr Naseband. Was sagt Ihnen der Name Ronald Hubertus? Den kenne ich, ja. Was ist mit dem? Er ist tot. Erstochen worden bei dem Versuch, ein Pärchen zu überfallen. Und weswegen bin ich hier? Wo waren Sie gestern Abend zwischen 11 und 12? Ich war zu Hause, hab online gezockt. Das können Sie gern checken. Und noch was, Ronny und ich waren keine Freunde. Ronny war eine Ratte und mit Ratten gebe ich mich ab. Was Sie nicht sagen. Wie war denn dann Ihr Verhältnis? Also, laut unseren Akten geht hervor, dass Sie mit diesem Ronny schon einige Straftaten zusammen begangen haben. Ja, die Wahrheit ist, dass Ronny und ich schon seit Jahren getrennte Wege gehen. Die Ratte hat mich verpfiffen und hat hinter meinem Rücken einen anderen Partner gefunden. Mhm. Und wer soll das sein? Ja, Erik Köhler. Hey. Willst du gar nicht wissen, wo du Köhler finden kannst? Es wäre mir sozusagen eine Freude, diesen Penner zu verpfeifen. Ach, wirklich? Sag mal, was hast du heute Abend vor? Ich glaube, den finden wir auch so. Hey, 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 es war ja nur eine Frage. Ich werde es Ihnen auch so erzählen. Dann ist ja gut. Hier müsste es sein. Herr Köhler, machen Sie bitte auf. Kriminalpolizei, wir möchten mit Ihnen sprechen. Herr Köhler. Komm, lass es. Es
bedeutet nichts mehr. Hallo? Hallo? Sie wohnen hier? Ja, aber da können Sie lange klopfen. Der ist tagsüber meistens unterwegs. Aha. Wir sind von der Kripo. Sie kennen Herrn Köller? Ja, wir sind halt Nachbarn. Was ist denn überhaupt los? Würden Sie mir einen Gefallen tun? Wenn Sie ihn wieder sehen, rufen Sie mich an. Okay. Danke. Ach, entschuldigen Sie. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber haben Sie vielleicht ein Foto von ihm? Er ist vielleicht auf einem Foto von meiner letzten Geburtstagsparty. Aber das ist oben. Könnten wir das haben? Von mir aus. Du kommst auf Ideen.